Herzlich willkommen zum Ergo-Pokalcheck. Mein Name ist Schorsch Mewes und ich nehme für euch die Vereine unter die Lupe. Prost. Erstmal ja Klack. Prost. Ich habe neben mir stehen den André, den Stadionsprecher von der Fortuna. Ja, mal, ich habe jetzt dich mal gegoogelt und da habe ich einen jungen Mann mit Vollbart gesehen. Und was ist mir passiert? Hier extra für das Interview, das ist der Schorsch-Gedächtnisschneuzer hier. Ah. Nein, den habe ich für Karneval gemacht. Meinst du, der Trainer wird einige schon für die Meisterschaft, weil das ja um Abstieg geht? Man hat zwar gesagt, der Fokus liegt natürlich auf den Klassenerhalt, aber wenn du diese Chance hast, jetzt ins Halbfinale einzuziehen, also ja, es war noch nie größer die Chance, nach Berlin zu kommen. Ja, aber ich bin gespannt, so, was tippst du denn so? Wie ist denn die Stimmung im Umfeld bei euch so? Also wenn du jetzt siehst, was für eine Chance du da hast, dann musst du, glaube ich, das ist die leichteste Aufgabe für einen Trainer. Du bist doch selber Trainer, was würdest du denen denn sagen? Ja, Vollgas gegen Knallgas, da gibt es ja. Und da ist ja ein Qualitätsunterschied. So das erste Liga und das Regionalliga, so wo wir reden wir. Wenn die Treppen hochkommen, müssen die schon merken, dass die nicht die Spur einer Chance gegen uns haben. So musst du da dran gehen. Wie ist das denn damals entdeckt worden, dein Herz für Fortuna? Also mein Herz wurde mir in die Wiege gelegt. Aber Schorsch, weißt du denn, wer die meisten Siege im DFB-Pokal in Folge hat, wer den Rekord hält? Nach nie Fortuna. Aber hallo. Du musst sehen, 17 Spiele. 18. Aber Schorsch, ich hab dir noch was mitgebracht. Oh. Wir haben ja gerade den Rheinischen Karneval gefeiert und dieses Jahr die Fortuna 125 Jahre. Boah, ich bin gerührt. Das ist der offizielle Karnevalsorden, den kriegst du von mir. Den gib es doch nicht, danke dir, André. In dem Jubiläum. Du bist noch größer als ich. Wir persönlich wünschen, dass ihr das schafft. Ich hoffe, wir sehen uns in Saarbrücken nochmal. Ja, sehen uns in Saarbrücken. Ja, genau. Ja. Prost nochmal. Prost. Nochmal open lassen, die voll.